5 Tagesordnungspunkte ohne Debatte. Deswegen steigen wir in die Abstimmung ein. Ich rufe zuerst auf den Top 14 Entgeltordnung Staatsoperette Dresden ab der Spielzeit 24/25. Wer hier zustimmen kann, dem bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 64 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung einstimmig so beschlossen. Wir kommen zu Top 15, Neufassung der Archivsatzung der Landeshauptstadt Dresden. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Ebenfalls einstimmig beschlossen mit 65 Ja-Stimmen. Wir kommen zu Top 17. Hat ebenfalls was mit dem Stadtarchiv zu tun, Abschluss eines Mietvertrages und Durchführung von baulichen Maßnahmen. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 61 Ja, 2 Nein, 0 Enthaltung so beschlossen. Wir kommen zu Top 18, Flächennutzungsplan, Änderung Nummer 7, Stadtbezirk Altstadt, Teilbereich Walterstraße, Friedrichstraße. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 63 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltung so beschlossen. Wir kommen zum nächsten Bebauungsplan, Top 19, Bebauungsplan Dresden-Friedrichstadt Nummer 15, Walterstraße, Friedrichstraße. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Applaus 62 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltung, damit so beschlossen. Top 21, Varianten zur Instandsetzung des Hofkellers in den Technischen Sammlungen Dresden. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 62 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, so einstimmig beschlossen. Top 22, wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Warum? So. Wir hatten ja vorhin nur abgestimmt, ob wir es auf der Tagesordnung lassen oder nicht. Dann müsste jetzt gesagt werden, gibt es da Redebedarf? Gibt es Redebedarf, ja oder nein? Also würden wir das dann hier von der Abstimmung erstmal wegnehmen und würden dann aber heute auch aufpassen, das will ich schon ankündigen, dass wir den Punkt auch entsprechend noch behandeln. Dann würden wir weitergehen, 25.12. Das sind der Antrag Bündnis 90 Die Grüne, Fahrradflundern für Dresden. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 41 Ja, 21 Nein, so beschlossen. Und wir kommen zum Top 25, 21. Bitte. Ist der Antrag Fraktion Die Linke, Revitalisierung kommunaler Liegenschaften befördern. Wer hier zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 33 Ja, 33 Nein, keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen zum Top 26. Das ist die Neufassung der Rahmenregelung für Vereinbarung von Fachleistungs. Bitte?
So, jetzt weiß ich nicht, warum wir jetzt drücken hier alle. Ja, aber ich hatte es ja noch gar nicht gesagt. So, also machen wir Wiederholung der Zählung. Wir gehen zurück zu dem... Ich bin hier der Versammlungsleiter. Wir gehen zurück zu dem Tagesordnungspunkt und stimmen erneut ab. Wer hier seine Zustimmung geben kann... Hey Leute... 25, 21. So, wer hier zustimmen kann, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 34 Ja, 33 Nein, so mehrheitlich beschlossen. Wir kommen zu Top 26, das sind die Fachleistungsstunden im Jugendhilfebereich. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Ja, 67 0 Nein, 0 Enthalten, einstimmig so beschlossen. Und Top 27, das wäre die letzte Abstimmung ohne Debatte, Änderung der Fachförderrichtlinie der Landeshauptstadt Dresden über die Gewährung von Zuwendungen für soziale Angebote. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Ebenfalls einstimmig bei 67 Ja, 0 Nein und 0 Enthaltung so beschlossen. Vielen Dank. Und wie vereinbart in der Tagesordnung würden wir jetzt